Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trine 2. So bist du so leise. Wir sind hier in Folge 37 unterwegs. Und der Ritter hat in der Folgenpause mal seinen Schild ausprobiert. Spielzeug! Na gut, das könnten wir auch mal kurz zeigen. Können wir einmal ganz kurz zeigen, ne? Die Kisten kann ich zum Beispiel nehmen. Dazu strecke ich meinen Schild nach vorne aus und drücke die Magnetisieren-Taste. Dann drück mal. Bumm. Funktioniert. Jetzt kann ich das so bewegen. Lass uns auch erstmal. Schieß uns mal nach oben. Vielleicht ist da noch was. Jetzt kann ich nochmal drücken und dann schleudere ich das los. Und jetzt kann ich zum Beispiel nochmal drücken wieder und jetzt magnetisiere ich. Schieß mal. Okay, ja, sonst lass uns weitergehen. Ja. Die Kiste nehme ich natürlich mit, ist doch klar. Ach ja? Ja, das war zu erwarten. Mein Spielzeug. Moment, das Level scheint doch hier zu Ende zu sein, oder? Mal gucken. Tatsächlich. Die Helden hatten herausgefunden, dass Isabel in der Tat Rosabels Schwester war. Die Reise zurück zu Rosabels Haus führte das Trio an der Seite eines Berges herunter und durch gefährliche Spukwälder. Dann kamen sie schneller voran. Es schien, als würde der ganze Wald lebendig werden und ihnen helfen, sicher hindurchzukommen. In der Hoffnung, Rosabel überraschen zu können, steigen sie über den versteinerten Baum zu einem Balkon. War das nicht klar, dass die beiden Schwestern sind? Haben wir das jetzt erst rausgekriegt? Vielleicht wurde es ja nur angedeutet und bis jetzt. Okay, das letzte Kapitel startet jetzt. Stürmen wir das Versteck. Nicht so schnell. Moment. Vielleicht ist hier ja noch was. Meinst du links? Ja, Timo, schieß uns mal. Oder schieß mich erstmal nur. Oh, ich will mit. Juhu, und los. Nein. Oh, da ist doch noch was. Hol uns mal wieder. Keine so schlechte Idee. Okay. Okay. Ich brauche Bild. Brauchst du? Du machst es schon. Sehr gut. Okay, nochmal. Gut, have another try. Moment. Okay. Hast du genug Schwung, dass du da sicher landest? Oh, ich war zu tief. Ich glaube auch, dass es versperrt. Oh, jetzt bin ich gar nicht festgehalten. Oder? Meinst du? Nee, das muss man so rankommen. Irgendwann ist, glaube ich, Schluss, ne? Irgendwann sind alle Leben verbraucht. Ja, was soll's? Okay, sonst. Warte. Sonst halte ich hier eine Planke runter und du schießt dein. Tötet euch mal beide. Wieso? Dann ist die Kamera bei mir. Das steht doch schon. Du kannst doch jetzt da durch, oder nicht? Nein. Ich sehe halt nicht, wo ich hin muss. Ich sag euch, das Ding ist versperrt. Echt? Ja. Gibt's ja gar nicht. Kannst du dich da drüber hinstellen irgendwo? Nee. Sonst nee, komm wieder hoch, Alex. Dann. Und dann? Was ist dein Plan? Okay, ich mache hier eine Planke. Du schießt dein Feld hier drauf. Dann hast du noch ein bisschen Zeit, das. Ja. Sehr schön. Und jetzt kannst du. Ah, warte, die Planke ist weg. Vielleicht da drin und dann schießen? Kannst du kann ich langsam schaukeln. Ja, ich kann in der Luft schießen. Cool, dann kannst du ja. Ich müsste nur was sehen. Schieß mal da auf. Macht euch mal weg, bitte. Nein, hey, ernsthaft, oder komm, was? Geh mal. Ja, damit ich was sehen kann. Okay. Los! Moment! Springt! Nein! Springt meine Äffchen. Warte, dann komm. Warte, ich will mal was ausprobieren erstmal. Nein! Oh ja, das ist ein Fehler. So, Nummer 1 ist weg. Und Nummer 2 ist weg. Okay, das so, scheint hat. Da ist wirklich ein Holztor vor. Nee. Ich glaube, Timo hätte es zerstören sollen. Er hat es gerade mit seinem Feuerschwert getroffen. Ja. Okay, ich probiere mal was. Das war sehr schön. Das wollte ich eigentlich auch machen, aber ja. Das Schwert war nicht stark genug. Ich hätte den Hammer nehmen sollen. So. Mein Schatz. Vom höchsten Turme der Gezeiten, meine Siege ziehen über die Welt. Doch Leid und Hoffnung sie begleiten, da sie nicht mehr lange hält. Ein Tränenfluss aus dir entspringt, meine Fehler lassen mich trauern. Wo die Nachtigall im Dunkeln singt, da lass mich ruhig versauern. Oha. Ah ja.
Und nun? Ja, dann geht's wieder hoch. Nichts leichter als das. Schaffst du, ne? Na klar. Höher. So. Sehr gut. Seht ihr, euer Tod war nicht vergebens. Was ist? Hier noch was über uns. Moment. Scheint nicht zu sein. Da ist nichts. Oh, noch eine Kiste. Oh. Oh. Sie hat den Feuerballzauber. Jeder hat den Feuerballzauber. Jeder ordentliche Zauberer sollte einen Feuerzauber. Selbst der Ritter kann den Feuerzauber. Das ist irgendwie traurig. Sie sehen so glücklich zusammen aus. Wartet, da ist etwas hinter dem Bild. Seht mal. Ein Geheimgang. Großartig, Zauberer. Hast du gut gemacht. Ja, ich lasse dir das auch gleich nochmal auf den Kopf fallen. Los! Auch schon wieder ein Teleporter. Ist das das, wodurch sie uns beobachtet hat immer? Mag sein. Wiedersehen. Ja, du wieder. Sonst immer Schiss in der Hose und jetzt jumpt er da rein. Wie, wann hatte ich jemals Schiss in der Hose? Prinzessin Isabel! Eure Ritter sind hier! Wacht auf, Eure Majestät! Könnt ihr uns hören? Seid ihr verletzt, Prinzessin? Kann man euch sprengen? Euch befreien. Die Helden schrien und riefen nach der Prinzessin. Doch erwachte sie nicht aus ihrem todesähnlichen Schlaf. Sie kann uns nicht hören. Sie scheint bewusstlos zu sein. Natürlich der Schlafzauber. Er ist nahezu unumkehrbar. Ich bin down. Ah, nee, ich bin nicht down. Ich habe ihn getroffen. Wir haben ihn verletzt. Mit einem. Zieht auf die Ohrringe. Sprengfall. Warte, Ohrringe. Auf die Ohrringe ziehen. Mit aua. Herzlichen Grüßen. Oh, ich sehe keine Ohrringe. Oh, Scheiße. Ah, doch, jetzt sehe ich Ohrringe. Treffer, glaube ich. Ihr zögert das unvermeidlich. Okay, warte, was kann ich tun? Verflucht noch eins. Da ist Wasser, oder? Ja, warte. Wo ist Wasser? Kann man nach rechts laufen? Ah, nee, das ist der Checkpoint. Das ist Wasser. Rechts ist der Checkpoint? Das stimmt. Autsch, er hat mich gefressen. Passt. So, in dein Gesicht, du Drecksau. Danke fürs Heilen, Johann. Deine Schwester betrogen, kein Problem. Königin zu werden. Und ich wäre Königin geblieben, wenn der Wald nicht ihre Kräfte erzählt. Der Tod dieser Bauern ist lang. Okay, er hat noch zwei Hände und noch ein Horn. Oh, ich bin tot. Warum? Ah, da ist ein Gegner vor uns. Vor dir, Timo. Was? Auf dem Boden. Ach, da. Oh ja. Wow, hol mich wieder. Explosionsfässer. Warte, ich bin gleich da. Juhu! Autsch. Autsch. Böser Drache. Friss den Stein. Ah, nicht mich. Du mieses... Mach den Stein weg, Johann. Seid ihr alle noch da? Ja. Autsch, ja. Autsch. Oh Gott, hier fällt überall was runter. Oh, wir können hoch. Wo bin ich? Unten links. Ich bin da gespawnt. Ich war rechts und bin dann links gespawnt. Ist ja krass. Autsch, du Sau, was frisst du mich denn? Wo bin ich? Warte, ich weiß... Ah, da bin ich. Autsch, ich bin down. Ich bin tot. Oh, oh. Du schaffst es, komm, Johann. Ja, ich hol euch gleich wieder. Oh! Du bist der beste Springer, den wir haben. Ja. Ja. Es geht bei dem Drachen. Oh, Explosionsfässer. Nimm das. Okay, wo müssen wir ihn verletzen? Achso, am Ohrring wieder. Timo hat... Sehr gut. Er hat noch einmal... Komm. Geh jetzt und überrenne sie. Nein, nicht überrennen. Oh, fuck. Wo bin ich? Ich bin schon wieder links, oder was? Ja. Am Ohrring. Bams! Nee, hä, ich hab getroffen. Zum Checkpoint. Au. Er hat mich. Er hat mich. Sauerei, ich treffe ihn doch. Ich meine Leiche durch die Gegend. Ich bin tot. Ich muss nach rechts zum Checkpoint. Ja, du hast ihn. Oh, er ist tot. Sehr gut. Das war ich alleine. Geschafft. Oh, das ist Rosabelle. Nee, Isabel, oder? Nee, Isabel schläft ja. Jupp. Achso. Die Ranken, die die schlafende Prinzessin gehalten hatten, zogen sich zurück. Was ist passiert? Lebe ich noch? Rosie! Überrascht sahen die Helden, wie Rosabelle in den unterirdischen See fiel. Isabel tauchte dem Schatten Rosabels hinterher. Kurz darauf
kehrte Isabel mit ihrer Schwester zurück. Danke für die Befreiung, Helden. Sehr erfreut, Frau Prinzessin. Wenn nur die Umstände heiterer wären. Rosie, sie war schon immer sehr stur. Braucht ihr etwas? Ein Handtuch? Ich will nur nach Hause. Ich fürchte, euer Schloss liegt in Trümmern. Ihr habt zudem ein paar echte Probleme mit den Rohren. Wie kommen wir hier wieder raus? Die Portale sind alle verschwunden. Da erschien der Trine und erfüllte die Höhle mit seinem goldenen Licht. Das Licht wurde wärmer und heller und hüllte alle in eine unsichtbare Decke aus Wohlbehagen und Sicherheit. Die Tunnel verschwanden aus ihrem Blickfeld. Der Trine brachte unsere Helden genau in den Wald zurück, in dem der Zauberer und der Ritter sich zu Beginn getroffen hatten. Wir haben unsere Aufgabe erledigt. Das Königreich ist gerettet und der Wald wieder normal. Wie denn nur? Isabels Magie hatte den Wald beeinflusst. Jetzt, wo sie frei ist, stimmt das Gleichgewicht wieder. Nein, ich habe das magische Wasser für meine Kartoffeln vergessen. Hier, ich habe eine ganze Haut voll davon. So ja, also bist du doch ganz anständig. Ja. Sie kostet 5 Goldstücke. Was? Du hast doch schon eine Krone. Die drei Helden sprachen die ganze Nacht über ihr großes Abenteuer, bevor sie morgens aufbrachen. Die Prinzessin und die Kürbisse wurden gerettet. Das Abenteuer neigte sich dem Ende entgegen. Moonwalk. Ende? Von wegen. Wir haben eine Überraschung. Der Kobold, der geht um. Was ist das denn? Na klasse. In einer schicksalsschweren Nacht schlichen finstere Gestalten durch den Wald vor Amadeus Hütte. Der soll sich nur blicken lassen, dieser Schuft. Oh. Ist das die Frau? Mhm. Mhm. Oh. Oh. Oh nein. Sack gezogen gekriegt. Diesmal kommen uns diese verdammten Helden nicht in die Quere. Das wollen wir doch mal sehen, hat er das gerade zum Trine gesagt. Eine kleine Geschichte von den Kobolden erzählen, denen wir gerade begegnet sind. Während die Kobolde ihr finsteres Werk verrichteten, kehrten unsere drei tapferen Helden von ihrer Reise zurück. Amadeus, Pontius und Soja, die Helden des Trine, kehrten nach langer und beschwerlicher Reise endlich wieder in die Heimat zurück. Okay. Tja, wollen wir die Rückkehr der Helden auf die nächste Folge verschieben? Das können wir natürlich machen. Ja, wieso nicht? Also eigentlich wäre jetzt Schluss mit dem Spiel, aber natürlich haben wir auch die DLCs dazu und dazu gehört eben diese Kobold-Bedrohung jetzt. Und die zocken wir dann ab der nächsten Folge. Super. Jo, alles klar. Dann bis dann. Dann bis dann.